Moin! So, willkommen zurück zu Gran Turismo und zu meinem Kanal City of Zock. Ja, lasst für meinen Kanal einfach mal ein Abo da, aktiviert die Glocke und dann ist das schon feinlich fein. Kommentieren geht natürlich auch, über Kommentare freue ich mich, klar, gar keine Frage. Kommentieren kannst du, du kannst liken und du kannst auch teilen. Ja, aber über Abo und Glocke würde ich mich freuen. So, diesmal dreht sich das wieder um die Laptime Challenge. Wir sind hier wieder am Start, was neue Laptime betrifft. Und zwar fahren wir, wo fahren wir denn? In Monza. Ja, wir fahren in Monza. Und vorgegebene Weltbestzeit. Mal wieder Jeddah Racing. Das war ja klar. Ist ein Wunder, dass die überhaupt schon so früh jetzt am Start sind. Jeddah Racing. Die haben da mal eben eine 1:50.587 hingelegt. Noch 13 Tage. Gut, da Jeddah Racing schon am Start ist, bin ich gespannt, ob die sich nochmal weiter verbessern. Ich denke mal, die werden sich wohl noch um 2-3 Zehntel verbessern. Muss man dann mal gucken. Momentan die Bronzezeit bei 2 Minuten 1. Wird erstmal gespeichert. Also alles, was bei 2 Minuten ist, muss ich dann mal gucken. Ist Bronze. Dann haben wir Silber 1:56.1 und Gold 1:53.9. Ja, gucken wir mal. Ich habe für mein Lambo habe ich auch schon eine schöne Lackierung rausgesucht. Einmal ein Bienenmuster. Schau, da kann man jetzt nicht gucken. Oh, ja, klar. Da könnt ihr das sehen. Ja, oh, jetzt habe ich die Reifen nicht, ne? Oh, welche wollen die denn haben? Oh, Sportreifen, das war ja klar. Seid ihr jetzt zufrieden? Es ist gar nicht so einfach gewesen, so eine geile Lackierung zu finden, wo kein breites Fahrzeug ist. Weil das wird ja vom Bob nicht akzeptiert, breites Fahrzeug. Ja. Toll. Ja, gehen wir mal rein und gucken wir mal. Ich muss meinem Kunden, das Ministerium hat wieder geantwortet. Was ist denn hier los? Ja, was willst du denn jetzt von mir? Ey, Mago, du kannst dir einen Schnitzel kochen, Mann. Geh weg von mir. Ach, übrigens, die PlayStation ist da und die Spielesammlung. Ja. Mache ich nochmal ein Video und dann läuft das. Mhm. So, dann gucken wir mal, was wir hier so schaffen. 1,53,9 ist Gold. 1,56 Silber. Gut, machen wir jetzt erstmal so ein paar Easy Peasy Runden. Und dann gucken wir mal. Oh, der kreischt ja schon wieder los, Alter. Na ja. Ey. Das wird kribbelig mit Sportreifen. Ich habe gemerkt, der lenkt nicht richtig. Das wird lustig. Aber wo bremsen wir denn? Hier? Fast. Mit dem muss ich die Kurven perfekt erwischen. Das sind Kackreifen. Kann ich mit dem hier Vollgas gehen? Bin jetzt mal eben kurz vom Gas gegangen. Na. Jetzt habe ich den Einlenkwinkel verpasst. Oh, ey. Oh ja, nicht zu früh beschleunigen. Oh, Alter, du kleine Kampfsau.
geil. Das ist so geil. Oh nee, das kann ja was werden, ey. Okay, Bronze haben wir schon mal. Bronze ist safe. Boah, schon mal 2/10, hervorragend. So, geht die jetzt mit Vollgas oder nicht? Mit Vollgas. Hervorragend. Oh. Ey, kriegst du den Wagen da ja nicht rüber, ne? Oh, war richtig gut erwischt. Okay. Was für eine Zeit brauchen wir noch? Eine 1. Das war eine 1,54, ne? Ich habe vergessen, was wir für eine Zeit brauchen. Cool, oh, eine halbe Sekunde. Boah, Alter. Alter, noch mal eine Sekunde. Boah. Nur minimal schlechter rausgekommen. Okay. Eins 53,9. Okay. So.
Das war nicht gut. Okay, das ist jetzt schlechter als wie. Jetzt habe ich das ja perfekt erwischt, aber. Ah! Schade. Aber ich habe jetzt zwar wieder Zeit rausgeholt. Hammer. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt mit meiner Zeit gelandet bin. Okay, gucken wir mal. Wo bin ich denn mit meiner Zeit? 1,53,9. Okay, wir müssen. Was war das denn? 1,52, ne? Oh, ich habe keine Ahnung. Oh, eine 1,53,4 wäre noch drin. Cool. Was brauche ich denn? Silber habe ich schon mal safe. Ach nein! Jedi Racing hat sich wieder verbessert. Das war klar. Das war klar. Das war ja klar. Aber eine 1,53,4 wäre drin. Cool. Vielleicht 1/4 schneller als wie die goldene. Komm, dann machen wir ja nochmal, wa? Das ist ja. Ja, mit dem muss man wieder alle perfekten Bremspunkt kriegen und dann perfekt einlenken durch die Kurven und all so ein Tüdelkram wieder hier mit ihm hier. Weil. Okay, das ist also denn jetzt Limit, was geht, wenn man da so die Kurve anfährt, okay. Also eine 1,53,4 ist machbar, okay. Das war schon wieder zu schlecht. Nicht so viel lenken. Lenken ist doof, sagt er. Ah, gut gekriegt, gut erwischt. Ah, nicht gut, nicht gut. Das war jetzt gut. Boah, das hat mich eben auch gewundert. Ich habe da eben so über den Körper rüber geräubert, aber wie ich die Kurve denn perfekt erwischt habe, bin ich langsamer gewesen. Ja. Boah, das ist wieder so ein Mutding, ne? So eine Mutkurve. Muss mal wieder gucken. Ja, jetzt es geht. Nee, das. Irgendwo habe ich jetzt zu viel Zeit verloren.
Ja, läuft. So, da bin ich wieder. Ja, ich musste mal raus. Da wurde gerade Musik laut gemacht. Und wenn YouTube da was hört, was musikmäßig da im Hintergrund so abgetütelt wird, das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal. Da musste ich sogar das eine Video für löschen. Dann, ja, mault YouTube rum. So, dann gehen wir mal, machen wir mal weiter hier. Richtig gut erwischt. Bin ich zwar besser durchgekommen, aber mal gucken. Oh Mann, das ist immer. Irgendwo muss ich schneller durchfahren. Eine rote Runde. Aber ich hab bin da schon mal besser. Ja, das geht ja auf jeden Fall noch mal besser. Also können wir auch neu starten. So. Eine 1,538 sollte jetzt, glaube ich. Ich sag lieber nicht Gold. Weil Jedi Racing bestimmt wieder besser. So. So, gucken wir mal. Oh, haarscharf, ey. Das Problem ist auch immer, was verzeihen die Reifen und was nicht. Das ist ja immer so das Problem. Was verzeihen die Reifen? Oder wie weit kann man mit den Reifen gehen? Wie weit kann man mit den Reifen gehen, so dass die sagen, alles klar, das war jetzt aber, ne, aber das mache ich noch. Ja.
Das ist echt der Wahnsinn, ich weiß nicht. Hä? Okay. Oh, minimal schlechter durch. Okay. Hab jetzt gedacht, ich wäre da schneller durchgefahren. Alter, wenn ich das schaffe, ne? Wow. Jetzt ist Ehrgeiz. Jetzt ist da ist der 52er drin. Wow, Hammer. Das hätte ich jetzt. Cool. Shit, nicht gut erwischt. Mal gucken, vielleicht schaffe ich ja in dem Video hier noch eine 52er Zeit. Mal gucken. Da ist noch Zeit, da ist die Zeit. Aber die Zeit ist auch hier in der letzten Kurve. Ich habe da jetzt echt Zeit verloren. Scheiße. Also, wie muss ich die letzte Kurve nehmen? Das ist jetzt das A und O. In der letzten Kurve, da kann man jetzt noch richtig Zeit liegen lassen. Jedi Racing. Ja, aber ich bin ja jetzt dann auch schon fast mit 7/10 im Gold. Aber da ist eine 52er, ist drinne. Das ist jetzt Ehrgeiz. Ey, ich will jetzt eine 52 haben. Gib jetzt nicht Aero, bis ich da eine 52er habe. Ich weiß, dass die 52er da drin ist. Das ist jetzt auch geil. Kriege ich die? Komm, mach neu. Das sind halt eben die SM-Reifen, ne? Sadomaso. Nee, Sportreifen.
Also da ist der Punkt erreicht, wo die Reifen sagen, nee. Nee, mach ich nicht. Da ist definitiv Punkt erreicht. Jetzt sagen sie, ja, okay, jetzt darfst du. Wie hab ich das denn eben gemacht? Hä? Ah, jetzt kann ich das nicht mehr. Jetzt kann ich das nicht mehr. Oh, zu spät gebremst, zu spät. Na, doch nicht. Ich gehe ja immer mit, ne? Das muss, wo man dann so denkt, ja, was machst du da eigentlich? Bringt doch nichts. Ja, ob das jetzt gut war? Ich weiß es nicht. Jetzt, die letzte Kurve, die ist es jetzt wieder. Das war wieder zu langsam, glaube ich. Nein, das war nicht zu langsam. Leute. Da, Leute, Fakir, oh, Alter. Heftig. Bin mir fast eine Sekunde schneller. Das ist ja... Lass mal Rangliste. Wie gut haben die sich denn jetzt generell verbessert? Hey, wenn man sich das mal so anguckt, ne? Ich bin jetzt von Jeddah Racing, bin ich jetzt 2,4 Sekunden hinter. Noch nicht mal. 2,3 Sekunden. Hammer. Jetzt ist die Frage, ist da jetzt noch mehr drin oder war es das jetzt schon? Es ist ja wohl voll Knorke. Hau ich hier mal eben gerade vor euch im Video, hau ich hier voll die 52,7 hin. Okay. Knorke. Wir haben aber noch ein bisschen, guck mal, da haben wir einen Krusen, ne? Ich glaube, ich habe das Video jetzt gar nicht gespeichert, oder? Ja, das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Nö, das war nicht gut. Ja, bin ich ja mal auf Dave seine Zeit gespannt. Was er jetzt für eine Zeit schafft.
Oh, Menu, ey! Okay, bei 2,40 über die Ziellinie. Okay. Das ist gut. Ist das schlecht? Gar nicht. Da habe ich noch nie drauf geachtet. Ja, kann man mal so machen. Das war eigentlich auch ganz nice. Na, ein bisschen zu spät auf Gas. Ja, das war akzeptabel. Das kann man machen. Das ist schon Knorke. Weiß nicht, keine Ahnung. Eben habe ich auch gedacht, ich werde zu langsam reingefahren. Okay. Da fehlen jetzt noch 2 Zehntel. Gucken wir mal. Oh, yo. Yo, 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 yo. Nein, das ist es. Oh, Mann. Aber was wäre jetzt drin gewesen? Mal gucken. Die Kurve total schlecht erwischt. Also die muss man richtig gut erwischen, weil das ist die Runde, wo man sieht er ja. Die Zeit ist weg. Hier bin ich jetzt noch mal minimal besser rausgekommen. Okay. Ah, das ist echt interessant. Also da ist noch... Wow. Da ist ganz viel Zeit noch drin. Also da geht eine hohe 52er.
So, schöner außen weg. Schöner außen, jetzt wieder rein. Na gut, eigentlich hätte ich noch weiter außen ausholen können, um noch mehr Schwung zu holen. Das ist echt hier. Die Kurve muss ich auch. Ja, alle. Das ist hier echt der. Ach, Mann, ey. Ich würde sagen, da mache ich jetzt erstmal einen Cut. Und ja, es ist auf jeden Fall noch Zeit drinne. Wie ihr sehen könnt, sollte da noch auf jeden Fall eine 1,52, boah, keine Ahnung, vielleicht eine 1,52,2, so, keine Ahnung. Also, das sollte drinne sein. Hätte jetzt nicht gedacht, dass ich da jetzt so einen rausknall, gleich schon hier in den Übungsrunden. Das ist ja schon mal gut gelaufen. Aber na gut, dann soll es das gewesen sein von meiner Seite und ja, dann gucken wir mal, was ich hier noch so schaffe in meiner finalen Zeit, die ich denn hier präsentiere. Mal sehen, vielleicht wird es besser als 1,52,7 oder es bleibt halt eben dabei. Ne? Da muss man dann mal gucken. Aber das ist jetzt schon mal eine annehmbare, schöne Zeit. Okay, dann war's das und dann hören wir uns in einem neuen Video. Bis dann, ciao.